Gott. Lol, ich bin rausgeschossen worden. Ich bin rausgeschossen worden. Ich bin ohnmächtig am Fallschirm. Was? Von wo? Hey, du weißt jetzt wieder, was ich meine? Ja, Mann. Wen wollt ihr nachmachen? Gott. Erzählt mal. Das war gerade quizzig. Wieso? Ja, wir haben gestern so gespielt und haben den so gefragt und er antwortet die ganze Zeit nicht. Und dann fragen wir die ganze Zeit immer weiter, so, ey, wo bist du jetzt? Und irgendwann rastet er so voll aus mit so richtig aggressiver Stimme. Sag mal, natürlich bin ich hier links. So, als hätten wir es irgendwie gerochen oder so. Als hätten wir es irgendwie riechen können. Alter, geiler Heli. So voll aus. Richtig geiler Heli. Richtig optimal. Ja. Warte, kann ich an das Geschütz gehen? Weil ich möchte einmal nur zeigen. Lass mal Mucke ans Geschütz. Das gegen den wir letztens verloren haben, ne? Der uns einfach durch die... Alter, guck mal, mit Zoom halt sogar, Junge! Mit Zoom! Pass auf, das Ding ist empfindlich. Wo ist ein Mike? Drück ein paar Mal Plus. Ja, Mann. Warte. Alter, flieg mal bitte in die Luft hier, warte. Wer ist dieser Mike? Das ist Quizzig. Okay. Warte, guck mal. So, stell mal vor... Bleib mal eben kurz stehen, so. Wir stellen uns jetzt mal vor, da vorne in der Feuerwehr, die man ohne Zoom gar nicht sieht, oder? Doch, die sieht man nicht so auch. Also gerade eben. Also, da wäre jetzt eine Ameise, ne? Mach mal Zoom, 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 Zoom! Vor allem auf das... Nee. Das ist schon heftig. Ja, nur Main Rotor Parry, mehr nicht. Und jetzt, ja. Und jetzt würden wir schießen, so, guck mal, so Batz, 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 Batz. Ah, hat aber... Kannst auch bis 800 Meter Zero. Man kann Zero und Score, okay, dann testen wir das mal. Wir sind 900 Meter. Guck mal, die Schüsse, die landen fast richtig. Da ist ein Zombie. Ey, warte, da ist jemand in der Stadt. Kannst du mal dahin fliegen? Selbstverständlich. Naja, kein Ding, ich warte in der Base. Mit unserem Zoom. Am besten noch Night hier so Thermal Vision. Seht ihr was? Ich gucke. Oder guck mal bei der Base da links, ob da einer ist. Da steht doch ein Fahrzeug, das kannst du in die Luft jagen. Und wo steht denn eine Base? Direkt links von uns. 93 Grad etwa. Außerhalb der. Ach, oh Gott. Da steht doch ein Fahrzeug. Ich meine, die Luft jagen aus der Entfernung. Da könnte aber echt einer drin sein. Okay, das sind 800 Meter. 900 Meter. Guck mal, wie man Dauerfeuer halten kann. Oh mein Gott. Dieses Fahrzeug, das ist. Was hat das in Origins zu suchen? Jetzt lade ich ihm nach. Ja, du musst vorstellen, 900 Meter und jeder Schuss, der trifft einfach ins Fahrzeug. Nee, der Helikopter ist OP. Da kann mir keiner was erzählen. Okay, das Fahrzeug hat Bumm gemacht. Habt ihr ein PEA? Oh, Mission Helicrash. Die Polka. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal hin. Ja, ich warte dann hier in der Base, ne? Ja, achso, du bist gar nicht bei uns? Nicht wirklich. Ach so! Ich dachte so, der Perry hat gerade gesagt, hier, lass mal uns raus. Lass mal den Luca als Geschütz, dachte ich so, okay. War der Physics das? Ja. Okay. Oh, wurde der gerade beschossen oder was war das? Genau. Wir haben geschossen. Wir haben so ein Fahrzeug kaputt gemacht. Wir wurden hier eben. Ich wurde hier eben von einem Bus beschossen. Kannst du direkt Main Route einbauen? Jo. Ich glaube, wir verlieren ganz langsam das Spiel. Perry, ich sag's dir. Bus ist OP. Bus ist OP. Ja. Luca, willst du fliegen? Wir müssen mich tanken. Dann kannst du in Hyperstock landen. Kurz. Alles klar. Und weil die Leute haben angefragt, ob wir mal so die ganzen Features, auch so diese Fahrzeuge, so Bus, Badewanne und so mal bringen können. Ja. Fangen wir heute mit der K an. Jo. Fahrzeugvorstellung, wir fangen mit dem OP-sten an, so, weil wir es einfach haben. Wie habt ihr die eigentlich geholt? Wir haben es der Base, du weißt doch, die Base hier vorne eben stand, ne? Den haben wir das geklaut. Okay. Nicht schlecht.
Ja, flieg mal ein bisschen höher. Nicht, dass der jetzt hier einfach aussteigt, stimmt. Ja, ein bisschen tiefer, wenn überhaupt. Der wird nämlich in der Luft dann stehen. Ja, ich muss landen kurz. Fuck. Knusperli Sperry. Oh ja, und der ist schon rausgeflogen. Wobei, er hängt am Fallschirm, oder? Ja, er hängt am Fallschirm, mhm. Tatsache. Ist das die Mission bei dem Kraftwerk? Nein, nein. Ist bei Tupolka. Kannst du mir einmal ein PDA reinlegen? Ja. Dann kann ich das mal nochmal zeigen. Das Grüne. So. Da haben wir doch eine Mission, Heli-Crash. There is a helicopter crash, site located to the west of the Polka. It is being guarded by soldiers. There must be something important there. Get it. Find the crash, to Polka. Fliegen wir dahin? Unterwegs mit einem... Jojo. Aber unterwegs hier mit einem... Helikopter, den wir aus einer anderen Folge kennen. Mit meiner Meinung nach leicht zu stark gemachten Geschütz, was auf 900 Meter gezeroed ist, mit Doppelzoom und einfach jede Ameise trifft. Einfach OP dieses Geschütz. Einfach OP. Das könnte spannend werden. Hinter uns ist ein Auto, hinter uns ist ein Auto. Hinter uns. Ich habe hinter uns ein Auto gehört. Lass mich einfach schnell einsteigen. Das war ein großer Bang. Am Hotel. Okay, wir steigen ein. Einer kommt auf der Straße lang. Du desingst gerade bei mir. Ja, da fährt das. Steig ein schnell. Bin drin. Fährt auf der Straße, ist so ein Panzer. Jo, kannst du drauf schießen? Der steigt gerade aus. Ich seh den nicht, ah, doch, jetzt sehe ich. Weiter rechts, da genau. Einer läuft links, der ist links. Der ist. Da, der rennt gerade links hinter, weg. Warte, ich seh den, bleib stehen. Na, du fliegst hoch, ich kann ihn sowieso nicht beschießen. Ich bin tot. Du hast dich so positioniert, dass ich nicht auf den schießen konnte. Okay, bin. Am Hintereingang. Ja, ich kann da nicht so tief zielen. Ah, jetzt. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Okay, kletter auf die Fire Station direkt. Weil, warte, die könnten, glaube ich, seine Leiche durch den Turm looten. Ich bin tot? Warum bin ich tot? M24, 300 Meter. Wisst ihr woher? Ja, keine wahrscheinlich Ahnung. Auch von da unten. Ja, der ist zu deiner Leiche gerannt. Also denkt ihr meine M24? Habt ihr den anderen getötet gehabt? Nein. Nur bewusstlos. Okay, weil ich stehe jetzt neben dem. Lol, hier ist einer E-Check. LOL, als ob! Du hast auch einen. Oh ja, aber das ist voll dumm gewesen. Kennst du das? Wenn man, wenn die Ohnmächtigkeit aufhört, dass du erstmal so 4-5 mal diese Animation hast zum Waffen aufnehmen. Die hat er dann nicht. Der ist ohnmächtig, sofort rausgekommen und sofort zack war der am Leben. So. Und hat mich angeschossen. Kannst du mal gut fliegen. Danke. Eingetötet. Nice. Der Mark hält auf, okay. Dann guck mal, dass du vielleicht ein bisschen weiter wegfliegst, so. 600 Meter Abstand. Ist das die Stadt hier und bei uns? Ja, das ist hier direkt links die Fire Station. Okay. Ich hab Bandit, braune Jacke, Wollmütze. Okay, ich nutze gerade die Feuerwehr.
Sind die Leute bei der Fire Station? Oder wo sind die? Flieg mal, ja, der ist da. Ich kann aber nicht schießen. Ich sehe den, Der ist im ersten Stockwerk. Aber du fliegst hoch, du musst ganz wissen. Oben ist einer. Bandit Level 2. Genau, jetzt bleib stehen. Vordere linke Ecke. Ich hab den getroffen, zweimal auf dem Fuß. Läuft nach unten. Ist unten. Du rennst gerade da hinten an der Fire Station. Ja, ja, ich bin hinter der Fire Station. Unten ist auch einer. Kannst du runter, kannst du noch weiter nach unten? Ja. Bist du? Das ist Perry. Okay. Mhm. Da ist einer. Warte, ich kann mal gucken. Ja, die haben meinen M24 gelootet. Kannst du noch ein kleines Stück tiefer? Du bist wieder dahinter auf der anderen Seite, oder? Oh, ich werd geschossen, ich wurde beschossen. Kannst du weg? Einer ist unten, einer ist unten. Ich blute. Wir fliegen kurz weg, bandagieren. Ich weiß nicht woher. Ich muss mal eben meine Leiche suchen gehen, ich brauch die AKM. Wie viel Blut hast du noch? Hälfte, passt also. Okay. Nur einmal kurz. Dann. Weißt du ungefähr, wo ich eben aus dem Heli gefallen bin? Nee, nicht wirklich. Ah, ich sehe ihn. Ich wollte das gar nicht wegfliegen müssen. Bandagier dich. Kriegst du auch direkt ein Blatt weg. Nur, dass du so ein bisschen weiter wegfliegst von der Stadt und dass wir dann einfach dann da alles einsehen können. Man muss überlegen, ich kann ja nicht. Achso, du willst mir ein Blatt weg, okay. Ja, willst du ja. Weil ich kann halt nicht so tief steil runter gucken wie gerade. Ich bin nur ein Energie und Summen. Okay. Jo, danke schön. Ja, die ist echt nur für Distanzkampf gedacht. Am besten hier gleich schon so hoch gehen, weißt du? Jo. Dass wir über dieser Stadt hier hauen. Hast du eine Map? Kannst du irgendwie die Fire Station auf der Map markieren oder so? Ach, geht so. Ich kann ja nicht weniger als 500 Meter sehen. Und da sind schon 300 Meter oder so bis dahin. Okay, der Harzer Typ ist jetzt oben. Ich bin jetzt. Also ich laufe immer noch bei der Feuerwache rum. Okay. So. Das. Oh, ich seh den, warte. Du musst. Und. Perry unten, der guckt auf mich, wird von Zombies geschlagen. Warte. Ich hab einen, der blutet. Okay, warte, dann willst du mich dann rauslassen eben da unten. Ich lasse dich. Du hast einen, hast du gesagt? Ja, einer ist drinnen tot und ich bin draußen tot. Okay. Unter uns steht ein Feuerwehrwagen nebenbei. Hier sind übrigens drei Mann insgesamt. Oh Gott. Das heißt, zwei sind noch in der Feuerwehr. Soll ich ejecten jetzt? Noch nicht. Am besten dahinter. Da kannst du direkt eingesehen werden. Okay, jetzt? Jetzt. Okay, ich check da. Okay, dann geh ich wieder, dann lass mich wieder nicht können. Irgendjemand verblutet da auch noch. Ja, ich hab beide angeschossen. Ich hab deine AKM genommen. Der ist an der Tür, glaube ich, oder? Nee, das bist du. Beide tot. Nice. Obwohl einer hat, glaube ich, schon ein Bein gebrochen, da muss ich nochmal gucken. Ja, hast jetzt. Der Orientation ist auch da. Ja, alle Leichen hier. Pep, wo bist du? Noch nicht gespawnt, dann loote schnell und dann geh in den Heli. Ich mach hier eben. Alle Türen zu. Ich guck dann, ob jemand wieder ankommt. Hier sind zu viele Waffen gerade, ich warte so lange. Bin gespawnt.
Wo bist du, Perry? Ich laufe, das ist okay. Ich bin nämlich Richtung, ich bin vor dir ein Stück auf die großen Wiese gespawnt. Achso, okay. Ich guck, ob irgendjemand dahin rennt. Jo, ja. ich hab Pedo-Skin. Irgendjemand schießt, oder? Ich höre nichts. Okay. Ich meine, ich hab grad jemand hören gehört. So, ich loot hier eben die ganzen Sachen. Was für ein Skin hast du, Mucke? Keine Ahnung, ich bin der Einzige in der Feuerwehr. Ja, ich okay. Ja, ich hab hier diesen grüne Jacke mit Schussweste und dicken Funkgerät und blonden Haaren. Was ich noch nicht verstehe ist, wer hat die Sniper? Der Palimpe, dann hatte die der Typ, der Perry getötet, den Perry getötet hat. Okay. Der, Perry, du bist jetzt gleich an der Fire Station. Ja, ja, okay. Ich bin vorne. Ich loot eben meinen Rucksack. Und nimm mir erstmal die Mosi. Hier ist noch eine SKS. Warte, da kommt noch einer angerannt. Kommt noch einer angerannt. Von hinter der Fire Station. Okay. In Richtung Autobahn. Jetzt leere ich um die Ecke, Perry. Die Mosi schießt aber kacke. Ja, ist tot. Hab ihn. Bin Bandit Level 2 Taliban, Mucka. Okay. Komm, Feuerwehr rein. Hier ist deine SVD, aber ich sehe nicht die Dings. Ich meine, irgendjemand schießt immer noch. Ja, ich habe auch Schüsse gehört. Ich sehe aber keinen. Da rennt, kommt wieder einer von hinter der falschen Eingang, da rennt zum Hintereingang. Okay. Komm zum Hintereingang rein. Ich schieße. Der eben. Kommt jetzt. Ne, der rennt außen rum. Du hast. Der geklaut? Ist am Hintereingang, der kommt jetzt rein. Hast du den? Einmal getroffen, hab keine Munition mehr, muss mich bandagieren. Ist okay. Ohnmächtig, glaube ich. Ich lauf einmal außen entlang, hol mir den. Jojo. Der ist ohnmächtig. Einfach schnell töten und. Ist tot. Hab jetzt die M16 auf hier genommen. Ist hier wie hier. Oh, da kommt noch einer. Fuck. Ich bin. Kannst du Zombie töten? Ja. Für die mittlere Übersicht zwischen Zombies und die Tür. Wollen wir mich kurz bandagieren, einmal die Tür zu machen? Dann müssen wir da schnell weg. Jetzt haben die auf jeden Fall lange Spawn. Wir haben alle drei getötet. Aber M24 sehe ich da nicht, ne? Kannst du mal oben gucken? Vielleicht ist sie oben weiter. Mhm. Vielleicht waren das doch vier Leute. Aber die SVD-Munition hatten die auch nicht mehr. Ich glaube, die war im Heli. Echt? 5 Magazine ist im Heli. Oben ist keiner mehr. Ist vielleicht in deiner Tasche die Sniper, die M24? Wenn es zum Gravecross wird, werden alle Sachen im Backpack liegen, auch auf den Boden gelegt. Ich glaube, ich sehe da hinten die Magazine zumindest, aber. Wenn noch einen siehst, Lukan, ist auch bestimmt. Nee, Rucksack ist leer. Dann ist sie weggepackt, dumm. Auf jeden Fall der Typ, den du getötet hast, ist Perry, dieser Palimpalim. So, ich stehe auf. Origins kommt hat auf echt... die Fire Station drauf? Ich gehe mal auf die Fire Station gucken. Okay. Nee, da ist nichts mehr. War vielleicht ja. Doch noch in Mukas Leiche? Ich bin nee, sicher. Ich hab schon geguckt gerade. Wo sie ist. Also, da komm, geh nicht noch ganz oben, ne? Ja, Mucka, dann kriegst du einfach die SVD für die Mission. Lass mal weg, okay. Hier. Kann man, soll man Gravecross zerstören, dass die keine Items bekommen? Nein. Ja, die haben Auto schon verloren. Lass einfach mal Richtung okay. Rand laufen und dann können wir uns auflesen. Okay. Haben wir noch zufällig einen Bloodpick? Die hatten keins. Nee, ich hab nur eins dabei gehabt. Oh, ich sehe da einen Typen da beobachten aus dem Wald raus. Der guckt gerade, wie er wegläuft. Das sind zwei Leute sogar, die kommen hinterher gerannt. Okay, ja, ich sehe die. Oder? Ein Painkiller. Getroffen. Hingelegt. Dreht sich. Vergeblich. Ja, ich sehe den. Dort.
Lol, ich bin rausgeschossen worden. Ich bin rausgeschossen worden. Okay. Ich bin ohnmächtig am Fallschirm. Heli stützt ab. Was? Von wo? Das war die M24. Ich hab die noch gesehen. Ich bin jetzt ohnmächtig im Wald liegend. Direkt neben der KA. Ich stehe hier im Ohnmächtig. Irgendwo beim Hotel. Ich werde umgeschossen. Geh schnell zu meiner Leiche. Barry, gehst du zur Leiche? Ich hole ja, direkt neben bei der KA. Der Typ wird jetzt gleich getötet. Ich lootet mich jetzt gleich. Ich suche die M24. Das war der M24-Schütze. Fuck. Warst du im Fliegen? Ja, ja. Ey, wieso bin ich ohnmächtig? Der ist tot. Ich bin ohnmächtig, blute Scheiße. Wie viel Blut hast du noch? Sehr wenig. Fuck. Mega beschissen gerade. Und Zombie. Scheiße. Ich werde sterben. Ich bin gerade auf der anderen Seite der Stadt, ich mit dem Sniper-Schützen. Ich wusste doch, dass die M24 nicht weggepackt ist. Warst du im Stehen oder warst du im Flug, als er dich rausgeschossen hat? Also ich war gerade wieder im Anflug. Circa 30 km/h, so. Der erste Schuss, Mann. Ich hab den noch gehört, gerade so. Boing. Wollte in die Stadt gucken, dann hast du schon gesagt. Ich würde, der Typ ist oft im Hotel. Wahrscheinlich. Ich laufe da mal eben hoch. Lebst du noch, Perry? Nee, nee. Zombie kam. Die Leichen decken mir, glaube ich, wobei. Ich bin da gerade genau auf der Seite der Stadt, das ist das Problem. Yo Leute, danke fürs Zuschauen. Am Anfang nächster Woche gibt es wieder eine Fortsetzung. Und ja, falls das Video euch gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen oder über einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt noch die vorletzte DayZ-Folge und hier unten die letzte. Also haut rein, schönes Wochenende.